Willkommen zu unserem heutigen neuen Video im Rahmen des Moduls Wildtier Management. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, wie ich finde, das Thema Tierwohl und Tierschutz und dessen Bedeutung und dessen Einbindung in das Wildtiermanagement. Wir alle wissen, dass wir zunehmend Tierschutzthemen in der Öffentlichkeit diskutieren. Das hat sicherlich damit zu tun, dass man auch in bestimmten großen urbanen Regionen Tierschutz als Thema entdeckt hat und dementsprechend auch diese Fragen in einer breiten Öffentlichkeit, in sozialen Medien und so weiter immer wieder aufgegriffen werden. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir unsere Tätigkeit, gerade im Wildtiermanagement, auch die Tätigkeit in der Jagd sicherlich immer wieder kritisch hinterfragen müssen. Wir haben uns mit dem Thema Nachhaltigkeit der Jagd zum Beispiel schon unterhalten und wir haben dort ja auch festgestellt, dass zum Thema soziokulturelle Nachhaltigkeit natürlich das Thema Tierschutz und Tierwohl definitiv dazugehört und sogar ein ganz zentraler Punkt der soziokulturellen Nachhaltigkeit von beispielsweise Jagd ist. Und wir haben uns auch im Grunde schon darüber unterhalten, dass Wildtiermanagement und Jagd ja sehr eng miteinander verwoben sind in Mitteleuropa, dass im Grunde viele Managementaufgaben mit jagdlichen Methoden und durch Jäger durchgeführt werden und umgekehrt, dass Jagd als solche auch ein Wildtiermanagement als Grundlage haben muss. Das heißt also, es ist beides verknüpft und somit ist Wildtiermanagement und Tierschutz und Tierwohl natürlich auch verknüpft. Die Begriffe Tierschutz, Tierwohl, zu deren Verwendung, die werden nicht immer ganz einheitlich verwendet. Vielleicht im Vorfeld dazu noch mal ein, zwei Sätze. Tierschutz ist ja eigentlich das, was wir im Deutschen als Begriff dafür haben, dass Menschen letztendlich Verantwortung für das Wohlbefinden von Tieren übernehmen. Es ist also eine menschliche Tätigkeit. Und dementsprechend haben wir auch ein Gesetz, das heißt Tierschutzgesetz. Also Menschen schützen Tiere. Und dieser Tierschutz ist in dem Sinne aber definitiv kein Artenschutz, wie wir es im Naturschutz und Naturschutzgesetz kennen, sondern es ist im Grunde eine Bemühung um das Tierwohl. Und so hängen im Grunde auch Tierschutz und Tierwohl zusammen. Das heißt, der Tierschutz ist die Sorge um das Tierwohl, sowie der Artenschutz die Sorge um die Erhaltung von Arten beispielsweise ist. Es gibt noch den weiteren Begriff der Tierrechte. Den würde ich heute gerne so ein bisschen ausklammern, weil das natürlich mein eigenes sehr wichtiges, auch sehr spannendes Thema ist. Haben Tiere selbstständige Rechte, so wie wir Menschen ja Menschenrechte proklamieren. So gibt es auch durchaus gesellschaftliche Gruppen, die sagen, auch Tiere haben solche Rechte. Das ist aber eine Frage, die davon, glaube ich, nochmal getrennt diskutiert werden sollte, die wir vielleicht in diesem Modul auch nicht besprechen, wo ich aber vielleicht nochmal ein eigenes kurzes Video demnächst zu machen werde. Nicht zuletzt deshalb, weil wir auch Ende April mit dem Hygienemuseum zusammen und Frau Kollegin Ensching von der Theologie eine ganz spannende Veranstaltung planen, zu der Sie natürlich auch alle ganz herzlich dann eingeladen sind. Ja, der Gedanke des Tierschutzes ist in der Geschichte schon sehr lang zurückzuverfolgen. Schon bei den griechischen Philosophen, in dem Falle konkret Aristoteles, ist von solchen Verantwortlichkeiten des Menschen gegenüber Tieren die Rede. Später dann waren es Augustinus, war es Thomas von Aquin, waren es Franz von Assisi. Die Namen können Sie alle gerne auch nochmal googeln. Ich will das jetzt hier nicht vertiefen, was der jeweilige Hintergrund der einzelnen Persönlichkeiten war. Jedenfalls dort in diesem Kreis an Publikationen wurden beispielsweise die Leidensfähigkeit der Tiere thematisiert. Es wurde eine Tierseele im Grunde sogar postuliert, was ich einen ganz interessanten und spannenden Ansatz finde, auch die als Anima Sensitiva, also als eine empfindliche Seele, so kann man das vielleicht nennen, und im Gegensatz zur Anima Cognitiva, der vernünftigen oder der vernunftbegabten Seele des Menschen gesehen wird. Also das sind eigentlich sehr interessante Themen, die ich jetzt aber hier nicht vertiefen werde, wo Sie auch, wenn Sie Interesse haben, natürlich gerne auch noch mal ein bisschen nachlesen können.
Leonardo da Vinci, der hat sich ja mit sehr vielen spannenden Themen in Kunst, Kultur, Biologie, Medizin beschäftigt. Leonardo hat eben auch zum Thema Tierwohl oder Tierschutz was gesagt. Er hat im Grunde gesagt, der Mensch besitzt eine Vormundschaft für das Tier. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter, spannender Ansatz, weil es natürlich Parallelen gibt zu der Verantwortlichkeit zum Beispiel auch der erwachsenen Menschen für Kinder, also der Eltern für Kinder beispielsweise. Das ist ja auch eine Art Vormundschaft letztendlich ist. Und so gesehen finde ich fast Leonardo schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt in in ein sehr klares Gedankengebäude. So richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema Tierschutz und Tierwohl dann mit der Aufklärung, oder auch zum Beispiel Bewegungen wie dem Pietismus, wo dann im Grunde klar nochmal die Verantwortlichkeit des Menschen auch für andere Lebewesen eine Rolle gespielt hat. Interessanterweise ja im selben Kontext wie auch zum Beispiel in der Aufklärung man sich gegen die Sklaverei gewandt hat. Also das sind dann ganz wichtige und tiefgreifende auch Veränderungen in unserem menschlichen Denken, die die Aufklärung mit sich gebracht hat. Manchmal glaubt man es nicht immer, wenn man heute so einiges sieht und hört, aber es ist tatsächlich vieles von dem, was wir heute als auch selbstverständlich ansehen, in der Aufklärung entstanden, unter anderem auch der Tierschutzgedanke, der allerdings bis heute in den verschiedenen menschlichen Kulturen durchaus unterschiedlich bewertet wird. Da müssen wir also gar nicht so weit weggehen. Also alleine schon, wenn wir, sagen wir mal, hier im deutschen Sprachraum uns das Thema Tierwohl anschauen, wenn wir uns das Thema Tierwohl parallel dazu im hispanischen oder hispanoamerikanischen Bereich ansehen, Stichwort Stierkämpfe, aber auch Stichwort, wie jagt man dort, dann finden wir schon ja auch durchaus kulturelle Differenzen hinsichtlich der Frage Tierschutz. Das muss man ganz klar sagen. Eine wichtige und auch immer wieder auftauchende Frage ist natürlich die beiden Phänomene Tierleid und Tod eines Tieres sich mal anzuschauen und die auch möglicherweise voneinander differenziert zu sehen. Tierleid hebt natürlich ab darauf, dass ein Tier, ein lebendes Tier auch Leid empfinden kann, Schmerzen empfinden kann, vermutlich auch Trauer empfinden kann. Das wird regelmäßig auch wieder abgestritten, weil es nicht belegt und bewiesen ist. Das ist richtig, aber bekanntlichermaßen beweist Wissenschaft ja auch nicht, sondern Wissenschaft kann ja nur durch Hypothesen sich sozusagen vorwärts hangeln, indem es immer wieder neue Belege sammelt. Und da gibt es durchaus Belege, gerade auch bei Säugetieren. Denkt man mal an Elefanten, denkt man mal an große Meeressäuger, denken wir aber auch zum Beispiel durchaus an Arten wie unser Rotwild oder an Arten wie den Wolf. Da gibt es durchaus Beobachtungen, die zeigen können, dass eben auch Trauer ein Teil von Verhaltenskomponenten von Tieren darstellen kann. Kann, wie gesagt, das ist nicht definitiv belegt, keiner von uns war jemals Elefant oder Rothirsch oder Wolf, aber da spricht durchaus schon einiges für. Und der Tod ist nochmal letztendlich eine andere Ebene, über die wir diskutieren müssen, weil das Töten von Tieren natürlich, das haben wir an anderer Stelle auch schon besprochen, sehr eng mit der Evolution von Menschen und Tieren verbunden ist und auch von Tieren untereinander. Es gibt eben Prädatoren, die fressen andere Tiere, das heißt, die müssen sie dafür auch töten. Und auch der Mensch hat eben bis in die Zeit des Neolithikums hinein als klassische Jägerkultur gelebt und eben auch seine menschliche Evolution nicht zuletzt aufgrund des Tötens von Tieren überhaupt erst durchlaufen können. Das heißt, also ich würde diese beiden Themen durchaus differenziert sehen. Dazu kommt natürlich auch eine, sagen wir, in unseren eigenen Kulturen bedingte an Tötungsverbot oder eine Tötungshemmung.
Die Bibel sagt in den 10 Geboten, du sollst nicht töten. Im 5. Buch Mose finden wir einen Wildbretkatalog, in Anführungsstrichen mal. Das heißt also, auch hier gibt es durchaus verschiedene Perspektiven, wobei das so, du sollst nicht töten, davon geht man eigentlich aus, sich normalerweise auf Artgenossen bezieht, auf Menschen bezieht. Wobei wir uns aber eben fragen müssen, ist das eine klare Ja-Nein-Unterscheidung, Mensch, Nicht-Mensch? Oder gibt es da nicht auch eher Übergänge? Also wenn wir uns überlegen, in unserer eigenen Verhaltenswelt als Menschen gibt es natürlich Tötungshemmungen, und diese Tötungshemmungen sind interessanterweise je ausgeprägter, je näher uns ein Lebewesen steht, das heißt ein unmittelbarer verwandter Mensch, da ist eine Tötungshemmung oder auch entsprechende Strafen, wenn man gegen dieses Tötungsverbot verstoßen hat, sind entsprechend drastischer, wenn uns ein Verwandter, zum Beispiel ein naher Verwandter, war. Aber die Tötungshemmung gegenüber anderen Menschen ist ja hoch, gegenüber Primaten, so könnte man annehmen, ist auch noch sehr hoch. Gegenüber höheren Wirbeltieren ist die Tötungshemmung höher als gegenüber niederen Tieren, also niedere stehenden Tieren in der Systematik. Also wenn man jetzt mal die Entwicklung anguckt, Insekten beispielsweise zu töten, fällt einem Menschen leichter als eine Maus zu töten, also die Fliege zu erschlagen mit der Fliegenklatsche. Fällt leichter als eine Maus aktiv zu töten, die Maus in der Falle zu fangen, ohne direkt beteiligt zu sein, fällt vielen Menschen leichter, als sie eigenhändig zu töten. Die Maus zu töten fällt möglicherweise aber auch vielen Menschen leichter, als einen Hund zu töten. Da gibt es durchaus graduelle Unterschiede, und diese graduellen Unterschiede scheinen doch, da gibt es auch durchaus von den Verhaltensforschern Hinweise drauf, umso ausgeprägter zu sein, je näher uns ein Lebewesen der Evolution steht. Richard Dawkins hat das in verschiedenen Werken, unter anderem im bekannten Buch The Selfish Gene, also das egoistische Gen auf Deutsch, ja auch sehr schön dargelegt, dieses Begriff der Kin Selection, dass also im Grunde auch Altruismus eine evolutive Komponente hat und durch Selektion gefördert wird. Und das würde genau diese auch differenzierte Tötungshemmung zum Beispiel erklären. Robert Spähmann, wenn wir nochmal ein bisschen in die Philosophie, in die neuere Philosophie reinkommen, sagt, Tiere leben im Augenblick, besitzen keine Biografie. Das heißt also, sie besitzen letztendlich kein Gestern und kein Morgen. Das ist sicherlich so. Wer einen Hund oder eine Katze hat, der weiß, dass Hund oder Katze jetzt nicht unbedingt in die Zukunft denken. Wenn sie ihrem Tier was zu fressen hinstellen, dann frisst das Tier das. Das überlegt sich jetzt aber nicht, könnte ich jetzt beispielsweise nur die Hälfte meines Napfes leer fressen und das dann für morgen aufheben oder für schlechte Zeiten aufheben, als bewussten Vorgang, als evolutionsbedingte Verhaltensweise sicherlich ja, aber als bewussten, überlegten Vorgang sicherlich nein. Gerade wer zum Beispiel einen Labrador hat, der kann das mal ausprobieren, ob der das für morgen aufhebt. Das tut er nicht. Das heißt also, dieses im Hier und Jetzt Leben ist eigentlich was sehr Typisches für Tiere. Umgekehrt, daraus allerdings abzuleiten, dass das Töten eines Tieres ohne weiteres gerechtfertigt ist, das würde ich nicht tun, weil auch Kinder in einem bestimmten Alter, 2-, 3-jährige Kinder, leben im Hier und Jetzt und nicht im Gestern oder im Morgen. Also das stimmt sicherlich, was Spähmann da sagt, aber wir müssen aufpassen, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen. Das Tierschutzgesetz, das übrigens durchaus in Deutschland schon eine recht lange Geschichte hat, das ist in den 30er Jahren entstanden, interessanterweise oder in einer sehr dunklen Zeit unseres Landes. Das Tierschutzgesetz hat zum Ziel, ein möglichst geringes Maß an physischen und an psychischen Leiden bei Tieren zuzulassen.
Und das Töten eines Tieres wird dort nur unter einem vernünftigen Grund zugelassen. Also wieder diese beiden Komponenten. Einmal das Tierleid soll minimiert werden und das Töten ist zulässig, wird aber an einen vernünftigen Grund geknüpft. Und diesen Ansatz machen sich eigentlich auch Veterinärmedizin und Jagdkunde beispielsweise durchaus zu eigen. In der Jagdkunde haben wir den Begriff der Waldgerechtigkeit, der genau diese Dinge auch abbildet. Das heißt also auf der einen Seite, das Minimieren von Leiden, wenn wir ein Tier auf der Jagd erlegen, dann muss dieses Tier möglichst schnell zu Tode kommen. Es muss also der Schütze oder der Jäger muss eine Methode einsetzen, um dieses Tier möglichst so schnell zu töten, dass dieses Tier seinen Tod nicht mehr selbst erfährt, nicht mehr mitbekommt. Dazu gehört auch, und das ist eben ein Thema, wo wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, dass wir das Tier nicht, bevor wir es erlegen, in Angst und Panik versetzen sollen. Also das Thema Treibjagden, aber auch durchaus Drückstöberjagden, so wie die heute aussehen zum Teil, sind hier schon eher mit einem Fragezeichen zu versehen. Und umgekehrt, das Töten des Tieres dann muss einen bestimmten vernünftigen Grund haben. Das Tierschutzgesetz ist da noch relativ großzügig im Moment. Das sagt, okay, ein im Rahmen waldgerechter Jagdausübung erlegtes Tier ist aus vernünftigem Grund getötet. So kann man das etwa vereinfacht formulieren. Das heißt, das Tierschutzgesetz schiebt eigentlich die Verantwortung auf die Waldgerechtigkeit. Und das ist ein bisschen dünnes Eis, zumal wir an anderer Stelle auch schon gehört haben, dass das Thema Waldgerechtigkeit heute von einigen Gruppen sogar ganz abgelehnt wird, interessanterweise, und insgesamt eher geringer geschätzt wird. Also ein Verstoß gegen die Waldgerechtigkeit hat jetzt keine wirklich drastischen Strafen zur Folge und hat vor allen Dingen auch ein Vollzugsproblem. Das heißt, es wird selten ein solches Vergehen wirklich abgeurteilt. Das heißt, wir haben hier vielleicht möglichst auch so eine kleine Lücke zwischen zwei Gesetzen. Auf der einen Seite das Tierschutzgesetz, was sagt, waldgerechte Jagdausübung ist ein vernünftiger Grund zum Töten. Auf der anderen Seite wird aber selten festgestellt vor Gericht, dass eine bestimmte Form der Jagdausübung hier nicht waldgerecht sei und deshalb jemand auch bestraft werden muss. Also das wird in Zukunft sicherlich noch sehr spannende Diskussionen zur Folge haben. Aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen, Tierschutzrecht in Deutschland, also die juristische Seite, sagt ganz klar, Tierleid soll so gut es geht verhindert werden. Das ist das ganze Spektrum von Wahl der Munition, von Jagdarten, von Nachsucheverpflichtung und dergleichen mehr. Und ja, das jagdliche Töten ist zulässig. Und wenn es die Jagd waldgerecht ist, hat es auch einen vernünftigen Grund. Und jetzt könnten wir im Grunde den nächsten Schritt hier selbst nochmal uns erarbeiten. Das heißt, die Frage ist, wann ist denn ein Töten von Tieren waldgerecht? Und da haben wir in der Jagdkunde durchaus die Ansicht, das ist jetzt eine Ansicht, die jetzt nicht alleine steht, es gibt auch andere Ansichten dazu. Ich selbst vertrete die und unser Haus vertritt die auch, dass man sagt, eine waldgerechte Jagdausübung, ein waldgerechtes Töten ist eigentlich dann der Fall, wenn dieses Tier entweder genutzt wird. Das heißt also, wenn ich diesem Tier tatsächlich das Fell über die Ohren ziehe, um das Fell zu nutzen, weil das eben eine sehr naturnah erwachsene Ressource ist und das Töten eben ja auch tierschutzgerecht ohne möglichst große Leiden erfolgt ist. Oder das Tier esse, also klassisches Mensch-Tier-Verhältnis, das Tier als Nahrung für den Menschen. Das sind eigentlich die beiden zentralen Themen der Jagdausübung. Ja, auch Jagd, wir hatten es ja an anderer Stelle schon mal erwähnt. Wir jagen nicht, um dem Bauern letztendlich vor Schaden durch das Wildschwein zu bewahren oder den Förster vor Schaden durch das Reh zu bewahren. Das ist ein Abfallprodukt, ein Nebeneffekt der Jagd. Das Ziel der Jagd, das eigentlich originäre Ziel der Jagd, ist das Erbeuten und das Nutzen von Tieren. Und die Rechtfertigung der Jagd liegt daran, dass es eben eine sehr naturnahe Form und sehr extensive Form der Nutzung von Tieren ist im Vergleich zum Beispiel zu den Tieren, die in der Massentierhaltung aufgezogen und getötet werden. Ein zweiter möglicher Grund ist tatsächlich zu sagen, ich jage Tiere, um andere Tiere oder andere Teile des Ökosystems vor Schaden zu bewahren.
da wird das Eis schon ein bisschen dünner, weil das muss ich natürlich auch belegen können, dass wenn ich zum Beispiel Füchse jage und in signifikantem Maße erlege, diese Füchse tatsächlich auch, diese erlegten Füchse dazu führen, dass zum Beispiel Auerhühner oder ein Auerhuhn-Ansiedlungsprojekt erfolgreich ist. Das kann so sein und dann wäre das Füchsejagen sicherlich auch gerechtfertigt, zumal die hohe Zahl der Füchse sicherlich anthropogen bedingt ist. Aber Tierschutz hebt eben nicht auf die Population der Füchse ab, sondern hebt auf das Individuum ab, das heißt auf den einzelnen Fuchs, der gerade erlegt wird. Und da müssen wir uns dann eben schon fragen, ob das Töten dieses Fuchses, vorausgesetzt ich nutze ihn jetzt mal nicht, wirklich gerechtfertigt ist. Dann kann man nämlich auch sagen, okay, wenn das wirklich in einer systematischen Weise passiert, die Fuchsbejagung, dass dadurch Auerhühner oder Birkhühner oder Trappen überleben, dann ist das sicherlich ein Rechtfertigungsgrund, so würde der Jurist sagen dafür. Wenn aber der Jäger einfach mal einen Fuchs schießt, um ihn dann irgendwo zu vergraben, nach dem Motto, ja gut, der Fuchs ist schädlich, dann würde dieser einzelne Fuchs sicherlich keinen Effekt auf das Überleben des Auerhuhn- oder Birkhuhnbestandes lokal haben. Und dann wäre eigentlich dieses einzelne Erlegen eines einzelnen Fuchses, weil er halt gerade mal über den Weg läuft, eben nicht weitgerecht. So letztendlich die zugrunde liegende Konzeption. Wie gesagt, das wird von einigen anderen auch anders durchaus gesehen. Okay, das mag erst vielleicht mal zur Frage der Weitgerechtigkeit hinreichend sein. Noch ein kurzer Blick auf den Begriff der Hege, den wir in der Jagd und demnach im Wildtiermanagement auch immer wieder verwenden. Wir haben dieses Thema auch schon an anderer Stelle mal behandelt, deswegen hier nur ganz kurz. Hege, auch ein uralter Begriff. Hege ist im Grunde nicht die Tierschutz- und Tierwohlkomponente in der Jagd, das wäre die Waldgerechtigkeit und dementsprechend auch die soziokulturelle Nachhaltigkeit. Hege ist letztendlich die Artenschutzkomponente in der Jagd und dementsprechend die ökologische Nachhaltigkeit. Der Begriff ist, wie gesagt, uralt. Zum ersten Mal gelesen habe ich ihn, vermutlich steht er irgendwo früher auch schon noch mal irgendwo geschrieben, bei Georg Ludwig Hartig, der im Jahre 1811 ein sehr umfangreiches Lehrbuch für Jäger und die es werden wollen, so heißt es, glaube ich, geschrieben hat. Der schreibt eigentlich sehr klar, die Schonung und Pflege des Wildes jeder Art heißt Wildhege. Interessant dabei, er schreibt des Wildes jeder Art. Er schreibt nicht der Nutzwildarten oder der Schalenwildarten oder der edlen Wildarten, wie man das früher oft so bezeichnet hat. Nein, er schreibt des Wildes jeder Art. Ein hochmoderner Ansatz eigentlich in diesem sehr frühen Werk eines forstlichen Klassikers. Übrigens auch Georg Ludwig Hartig und die forstlichen Klassiker. Ein interessantes Beispiel, dass Forst und Jagd eigentlich durchaus auch zusammen gehen können, wenn man es nur möchte. Ferdinand von Rasfeld hat sich in den 1920er Jahren sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Neben Rasfeld kam dann dieser Begriff auch in Gesetze, Sächsisches Jagdgesetz, Thüringer Jagdordnung. Wir hatten das alles auch schon mal besprochen. Die Pflicht zur Hege ist mit dem Jagdrecht verbunden. Im Bundesjagdgesetz steht das drin. Und die Pflicht zur Hege, auch das haben wir an anderer Stelle schon mal erläutert, ist die Privatisierung des Arten- und Lebensraumschutzes. Und Hege und Waldgerechtigkeit, Grundlage jagdlicher Nachhaltigkeit. Was hat die Hege nun mit dem Tierschutz zu tun? Nun, an der Stelle, wo Hege letztendlich ein artgemäßes Leben der Tiere garantieren soll, das heißt also nicht nur, dass die Abwesenheit von unnötigen Leiden, von unnötigen Schmerzen, nicht nur der Tod, sondern eben auch das artgerechte Leben, was ja auch letztendlich eine Frage des Tierwohls darstellt. Es ist ein Unterschied, ob ein Tier artgerecht leben kann, ob ein Rothirsch im Winter zum Beispiel seinen Stoffwechsel reduzieren kann und damit relativ stressfrei und auch ohne zu hungern über den Winter kommt, oder ob dieses Tier im Januar gejagt wird, dadurch seinen Stoffwechsel nicht reduzieren kann und dann permanent unter Stress steht und gleichzeitig auch hungert, weil ja im Grunde der Verbrauch, der Energieverbrauch viel höher ist, als eigentlich die Nahrungsbasis rundherum ihm gibt oder dieses Tier auch nicht in seine Winterlebensräume mehr auswandern kann. Das heißt, in diesem Lebensraumkonzept ist natürlich in der Hege, ist natürlich auch irgendwo ein Tierwohlkonzept mit abgebildet.
Die Frage, wie wir in Mitteleuropa jagen, hat eben dann auch sehr viel mit der Frage des Tierwohls zu tun. Wir haben das auch an anderer Stelle schon diskutiert. Wir haben die Jagd in Form der Subsistenzjagd. In Deutschland zum Beispiel eher selten. Es gibt durchaus Menschen, die einen Großteil ihres Lebensunterhaltes von ihrer eigenen Jagd bestreiten, die vielleicht noch ein Schaf oder eine Ziege hinterm Haus halten und die auch vielleicht noch einen halben Hektar Land bewirtschaften. Das ist aber sehr selten bei uns hier in Deutschland. Die Marktjagd, das heißt also zu jagen, um Wildbret zu verkaufen oder um Bälge zu verkaufen, Felle zu verkaufen, hat bei uns auch eine sehr geringe Position. Es wird zwar immer mitgenommen als Mitnahmeeffekt. Ein Forstbetrieb übt Jagd aus, verkauft das Wild, aber eigentlich jagt man dort aus anderen Gründen, um das Wild zu reduzieren, weil man der Meinung ist, durch reduzierte Wildbestände Forstwirtschaft leichter fällt. Also da ist eigentlich das keine Marktjagd, sondern es ist eigentlich nur ein Verkaufen des Wildbrets, weil man aus ganz anderen Beweggründen her jagt. Also dieses klassische Marktjagd, Commercial Hunting, haben wir hier in Mitteleuropa nicht wirklich. Und auch heutzutage wird es immer seltener. Es war eigentlich ein klassisches Phänomen, zum Beispiel Nordamerikas, zur Zeit der Besiedlung des Westens. Dort wurden die damals noch sehr hohen Wildbestände massiv genutzt und übernutzt, natürlich auch, um beispielsweise Felle, Bälge, Wildbret zu erwirtschaften und auch zu verkaufen. Heute spielt die Marktjagd noch eine recht große Rolle im Zusammenhang mit dem Thema Bushmeat. Wir hatten das auch schon mal kurz erwähnt irgendwo. Bushmeat, das heißt also im Grunde das Wildbret, was zunehmend erbeutet wird, wenn Menschen bislang relativ ungestörte Bereiche von Urwäldern oder von Wildnisregionen, so muss man sagen, vor allen Dingen in Tropen, erschließen, zum Beispiel durch Logging, zum Beispiel durch Mining, also durch Bergbauaktivitäten, wo dann Wege gebaut werden, wo Infrastruktur geschaffen wird. Und die Infrastruktur führt dann dazu, dass Menschen immer weiter in die unberührten Waldgebiete hineingeraten und dort natürlich sehr intensiv Tiere nutzen. Und das eben nicht nur im Sinne einer Subsistenzjagd. Das heißt, die Tiere selber zu Hause in den Kochtopf sich schneiden und essen, sondern eben auch verkaufen auf Märkten. Marktjagd spielt auch eine Rolle. Wir haben das auch an einer Stelle schon mal aufgegriffen, das Thema zum Beispiel bei der Frage von Zoonosen, wie der Frage von Covid-19 jetzt. Das sind ja im Grunde auch Phänomene, die aus der Tierwelt kommen. Diese Viren sind ja nicht selten vom Tier auf den Menschen übergangen. Das betrifft jetzt das Coronavirus, das betrifft aber durchaus auch das HIV-Virus, das betrifft Ebola, das betrifft das ganze Thema Vogelgrippe und so weiter. Das heißt, auch hier spielen Märkte, unkontrollierte Nutzung auf der einen Seite und auch unkontrollierte Vermarktung. Wir sprechen da immer von den Wet Markets, die wir auch in Asien zum Beispiel oder in Afrika finden, da eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Und zum Schluss Freizeitjagd, wie wir sie oft hier finden. Gelegentlich auch nochmal das Phänomen der Hobbyjagd davon abgegrenzt. Also Freizeitjagd wird immer gerne und auch zu Recht gesehen. Ähnlich eine Aktivität wie Freiwillige Feuerwehr oder Technisches Hilfswerk, also eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit und auch ein Dienst an der Gesellschaft. Wenn Hobbyjagd eigentlich davon abgegrenzt eher eine persönliche Vorliebe eines individuellen Menschen ist, der mal jagen geht und vielleicht im nächsten Jahr lieber Golf spielen geht oder Computerspiele spielt. Das heißt also, ich würde da auch schon mal einen Unterschied sehen zwischen Freizeitjagd als Ganzes und der Hobbyjagd, die eigentlich eine etwas ungute Erscheinungsform der Freizeitjagd darstellen würde. Die Nachhaltigkeitsaspekte, ich hatte sie gerade schon erwähnt, ökologische, ökonomische, soziokulturelle Nachhaltigkeit im Sinne der Brundtland-Definition. Und nachhaltiges Handeln im Sinne des soziokulturellen Aspektes bedeutet bei der Jagd eben auch ethisches Handeln, sowohl insbesondere aus Tierwohlsicht und ethisches Handeln aus ganzheitlicher Sicht. Das würde im Grunde auch durch die ökologische Nachhaltigkeit wieder abgedeckt. Das heißt also die ethische Verpflichtung zur Erhaltung von Lebensräumen, zur Erhaltung von Ökosystemen beispielsweise. Ein Problem im Moment, das ist sicherlich auch noch mein eigenes spannendes Thema, ist die
Auseinandersetzung um die Deutungshoheit derzeit im Wildtiermanagement. Da gibt es ganz verschiedene Akteure, von denen eigentlich jeder für sich glaubt, er habe die Deutungshoheit, beziehungsweise er müsse eigentlich die Deutungshoheit haben. Das fängt an mit den Jägern, den Jagdverbänden. Da gibt es ja eigentlich klassisch die Meinung, okay, wir Jäger haben die Deutungshoheit über das Thema Jagd. Das war bis vor 10 oder 20 Jahren auch noch der Fall. Im Moment scheint sich das Blatt zu wenden. Da haben eigentlich Jagdverbände in hohem Maße Deutungshoheit verloren. Hat verschiedene Gründe, gehört nicht hierher jetzt. Und an andere Gruppen abgegeben. Zurzeit ist zum Beispiel die Forstwirtschaft durchaus eine Gruppe, die glaubt, die Deutungshoheit über die Jagd zu haben oder übernehmen zu müssen. Und auch die Landwirtschaft ist dieser Meinung gerade. Und in zunehmendem Maße kommt auch der Naturschutz auf den Geschmack und beschäftigt sich mit Fragen der Jagd. Und der Tierschutz im Grunde, da muss man sehen, ob es wirklich ein klassischer Tierschutz ist, oder ob es eher ein, wie man heute immer mehr und mehr finden, ein fundamentaler Tierschutz ist. Auch der Tierschutz ist der Meinung, hier mitreden zu müssen. Der fundamentale Tierschutz ist ja der Meinung, okay, Jagd ist generell Teufelszeug und Jäger sind generell schlechte Menschen. Das, glaube ich, kann man in der Form nicht unbedingt so stehen lassen. Nichtsdestoweniger ist auch der fundamentale Tierschutz eine Gruppe in der Gesellschaft. Man kann von dieser Gruppe halten, was man will, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und dann natürlich auch der klassische Tierschutz, dem es wirklich jetzt nicht um die Diskreditierung einer anderen Personengruppe geht, sondern dem es wirklich um das Wohl der Tiere geht. Der klassische Tierschutz hat ja auch ein Wort mitzureden. Und wir hatten zum Beispiel bei der letzten Novellierung des Bundesjagdgesetzes, die ja im Moment gerade im Gange ist, durchaus zum Beispiel vom Bayerischen Tierschutzverband sehr dezidierte, sehr differenzierte und auch fachlich eine sehr gute Stellungnahme gesehen. Das heißt, also hier spricht auch der Tierschutz zunehmend mit. Das waren jetzt einige Beispiele. Es gibt sicherlich noch mehr Gruppen, die sich darum auch damit beschäftigen, aber das waren eigentlich die wesentlichen Gruppen. Wo haben wir bei Jagd- und Wildtiermanagement im Moment Probleme mit Tierwohl und Tierschutz? Ich will Ihnen da einfach mal ein paar Beispiele nennen. Es gibt sicherlich einige Problembereiche. Die viel diskutierte Frage ist, gerade auch wissenschaftlich immer wieder diskutierte Frage, ist die Frage der Jagdzeiten. Also die Frage der Bejagung im Frühjahr und im Spätwinter insbesondere. An verschiedenen Stellen haben wir das auch schon mal erläutert. Wir müssen davon ausgehen, dass unsere wiederkäuenden Paarhufer, also die Hirscharten im Wesentlichen, aber auch Wildschafe wie Mufflon beispielsweise, oder auch Gams und auch Steinwild, dass diese Tiere im Grunde ihr naturgemäßes Leben zum Beispiel darin besteht, dass sie eben im Winter ihren Stoffwechsel reduzieren. Das heißt also man kann sagen, Wintersonnenwende etwa, sollten dort die Störungen minimiert werden. Deshalb sollte eigentlich ab Wintersonnenwende oder zumindest ab Ende Dezember auch nicht mehr gejagt werden. Als man vor mehreren Jahrzehnten noch eine Jägerausbildung gemacht hat, da war das eigentlich selbstverständlich. Die Altvorderen haben das eigentlich auch immer wieder so gesagt, ab Weihnachten ist Schluss mit der Jagd. Das hat sich mittlerweile alles relativiert. Mittlerweile jagt man eben gerne noch in den Januar, manchmal sogar in den Februar noch hinein. Das ist sicherlich ein wichtiger Konfliktpunkt mit dem Tierwohl und Tierschutz. Aber auch die Jagd im Frühjahr, wir hatten das am Beispiel des Rotwildes erläutert, wo die Tiere aus dem Winter kommen, massiv Reserven abgebaut haben, in ein Energiedefizit gelaufen sind. Winterfütterung ist im Moment nochmal ein anderes Thema, reden wir gleich nochmal drüber. Sind also oft nicht mit Winterfütterung unterstützt worden, stehen mehr oder weniger kurz vor dem Verhungern und müssen jetzt im Frühjahr eigentlich möglichst in Ruhe Nahrung aufnehmen können. Also in der Zeit, wenn das erste Grün sich draußen zeigt, so ab April, Mai, sollten diese Tiere eigentlich ungestört auf offenen Flächen Nahrung aufnehmen können. Das Ganze wird aber massiv konterkariert, wenn wir im Grunde jetzt Jagdzeiten im Frühjahr auf Schalenwildarten haben. Das gab es in der Vergangenheit auch schon auf den Rehbock im Mai. Aber unter den heutigen, sagen wir mal, deutlich ungünstigeren Umweltbedingungen für die Tiere noch, sollten wir uns gut überlegen, ob wir diese Frühjahrsjagdzeiten und diese Spätwinterjagdzeiten tatsächlich brauchen. Im Grunde brauchen wir sie nicht. Ein anderes Thema, was zurzeit massiv gehypt wird, kann man sagen, was im Grunde auch
ja von den verschiedensten Gruppen auf mehr oder minder seriöse Weise immer wieder vorangetrieben wird, ist das Thema die Bejagung der Tiere bei Nacht. Wir haben das schon an anderen Stellen auch besprochen. Die Bejagung bei Nacht ist letztendlich eine Bejagung zu einer Zeit, wo die Tiere überhaupt noch einen gewissen zeitlichen Ruheraum hätten derzeit, weil dort der Besucherdruck zum Beispiel im nichtjagdlichen Bereich des Nachts doch, er ist nicht null, er nimmt auch zu, aber er ist noch im Vergleich zu tagsüber deutlich geringer. Und jetzt soll nachts eben dieser Stress durch Jagd aufgebaut werden. Und das Ganze unterstützt durch den Einsatz von Nachtzieltechnik, die dann vermeintlich ein besseres, sichereres Ansprechen und Töten der Tiere erlaubt, was natürlich Unfug ist, weil das Ansprechen und Töten von Tieren ist immer eine Frage des persönlichen Mindsets, ist eine Frage letztendlich der Disziplin, die der Schütze hat und der Jäger hat. Und wenn ich weiter blicken kann, wenn ich noch mit Nachtsichttechnik mehr sehen kann und undiszipliniert bin, dann schieße ich eben keinen schlechten Schuss auf 60 Meter, sondern ich schieße dann einen schlechten Schuss auf 160 oder 200 Meter. Wir haben ein Problem der Selbstverständnis des Jägers, das heißt also Prädatoren, Schalenwild werden die unterschiedlich eingestuft. Schwarzwild nochmal im Vergleich zu anderem Schalenwild. Wie ist es mit Kormoranen? Also das sind die Fragen, die wir uns auch immer wieder stellen müssen, wo es auch im Grunde um eine Selbstreflexion der Jäger und der Jagd geht. Wir haben aber auch Fragen der Einschränkung von Managementinstrumenten per Gesetz oder per Verordnung. Also hier hat der Gesetzgeber zum Teil eine sehr unselige Rolle. Dort, wo Winterfütterung untersagt wird, das ist sicherlich ein großes Problem, weil hier einfach ein Instrument verboten wird, aber nicht der Missbrauch des Instrumentes verboten wird. Wenn ich Auto fahre, dann kann ich das verantwortungsbewusst tun und ich kann es verantwortungslos tun. Trotzdem wird das Autofahren nicht verboten. Und bei der Winterfütterung ist es ganz ähnlich. Auch das Instrument der Einzeljagd wird zum Beispiel in Großschutzgebieten nicht mehr genutzt, obwohl man eigentlich, wenn man dort überhaupt meint, jagen zu müssen, auch mit der Einzeljagd oft viel mehr die Ziele erreicht, die man eigentlich erreichen möchte. Das heißt also, hier wird im Grunde werden ganze Werkzeuge im Grunde verteufelt. Hat so ein bisschen was Voraufklärerisches eigentlich an sich. Wir verhindern in unseren Gesellschaften Wanderbewegungen und Ausbreitung von Wildtieren einfach dadurch, dass wir Menschen deren Lebensräume besiedeln, dass wir die Lebensräume zerschneiden. All das haben wir ja an anderen Stellen schon besprochen. Ein wichtiges Thema, wenn wir gleich nochmal vertiefen, ist die Frage Tierschutz versus Artenschutz. Die Frage der bleifreien Munition oder der bleifreien Munition im weitesten Sinne. Und auch die Frage, wie gehen wir mit streng geschützten Arten in bestimmten Situationen um. Auch das ist oftmals ein Konflikt zwischen Tierwohl und Artenschutz. Wir haben Probleme mit der exzessiven Freizeitnutzung in der Natur. Das ist gerade in Zeiten von Covid-19 ganz interessantes Thema, muss man sagen. Wir haben ja nun diese Phase einer intensivsten Naturnutzung. Die Menschen sind einfach in die Wälder rausgelaufen, weil sie eben nicht viel anderes machen konnten, nicht in Urlaub fahren konnten. Gerade im Sommer 2020, Frühsommer, Sommer. Und da gibt es durchaus Hinweise und Beobachtungen, dass hier ganz massiv Tiere auch gestört wurden und werden unter Stress geraten. Im Sommer ist das vielleicht auch nochmal alles nicht ganz so schlimm. Wenn das gleiche jetzt aber im Winter passiert, wenn man mit Schneeschuhen oder Langlaufskiern in diese Räume, Rückzugsräume der Tiere jetzt eindringt, jetzt wird das richtig problematisch. Deshalb müsste man das jetzt an der Stelle eigentlich auch wirklich immer wieder in die Öffentlichkeit bringen, passiert leider, muss man sagen, weder aus der Sicht der Naturschutzverbände noch aus den Jagdverbänden noch aus den Tierschutzverbänden hört man da wirklich viel zu dem Thema. Ist aber, wie gesagt, eine interessante Frage, wie weit auch sowas wie Covid-19-Pandemie hier nochmal das Problem verschärft hat. Die Frage der Hundeausbildung in der Jagd ist ein ganz interessantes Thema im Zusammenhang mit Tierwohl. Sowohl der Umgang mit dem Hund, aber eben auch der Umgang mit den Wildtieren. Das heißt, wenn ich bestimmte Formen der Hundeausbildung, geht da eben oft auch an die Hundeausbildung mit Hilfe einer lebenden Ente, verbiete oder ablehne, dann heißt das natürlich umgekehrt auch, ich habe dann nicht mehr die hinreichend ausgebildeten Hunde, um tierschutzgerecht Enten jagen zu können. Also das ist so ein bisschen eine Sache, die sich im Kreis dreht. Und wo wir eben wirklich
gut überlegen müssen, was ist im Sinne des Tierwohls langfristig die bessere Lösung. Ein wichtiges Thema ist das Thema Muttertierschutz, wird zurzeit auch von vielen Interessengruppen, gerade auch aus forstlicher Seite, muss man leider sagen, aufgeweicht. Das ist ja alles nicht so schlimm, wenn man ein Alttier vor dem Kalb oder auch eine Ricke vor dem Kitz schießt. Das sind sicherlich immer Unterschiede bei Rot und Rehwild, aber grundsätzlich gehört sich es nicht, das Alttier, das Muttertier vor dem Kalb zu schießen. Es wird immer wieder trotzdem gemacht und es wird sogar von verantwortungslosen Menschen propagiert. Das Thema Fangjagd, die Jagd mit Fallen im weitesten Sinne, da kommen wir gleich mal drauf. Im Moment gibt es sehr starke Initiativen, auch die Jagd mit Pfeil und Bogen wieder einzuführen. Die Jagd an der Kirrung ist eine spannende Frage. Ja, gut, Jagd an der Kirrung heißt im Grunde, ich füttere Wild an, um es dann an der Stelle, wo es dann zum Fressen hinkommt, zu töten, zu erlegen. Das gilt eigentlich als nicht weitgerecht, also im klassischen Sinne der Weitgerechtigkeitsdefinition und deren Auslegung macht man es eigentlich nicht, ist aber auch zunehmend in Mode gekommen, war für Schwarzwild eigentlich immer schon so ein bisschen eine Grauzone, da hat man das eigentlich schon früher gerne gemacht. Hat jetzt nichts mit dem unmittelbaren Tierwohl zu tun, denn wenn ich an der Kirrung das Tier dann entsprechend mit einem guten Schuss erlege, kann das für das Tierwohl durchaus zuträglicher sein, als das Stück Schwarzwild auf einer Drückjagd beispielsweise hochflüchtig zu beschießen und nicht ordentlich zu treffen. Auf der anderen Seite ist es eigentlich mehr so ein bisschen ein Thema des Thema Entkommenschance der Tiere und Fairness dem Tier gegenüber. Auch das ist eine Komponente der Weitgerechtigkeit. Also das Jagd an der Kirrung hat eigentlich nicht unbedingt mit Tierwohl was zu tun. Das Thema Schwarzwildfänge gehört so ein bisschen mit zur Fangjagd, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Und das Thema der in Anführungsstrichen sogenannten Bewegungsjagden, das ist sicherlich nochmal ein ganz wichtiges Thema und noch ein ganz heißes Eisen im Sinne von Tierwohl, weil ich bin der Meinung, daran werden sich in Zukunft auch an diesem Thema unter anderem die Zukunft der Jagd in Deutschland messen lassen müssen. Die Jagdzeiten, das hatten wir gerade schon kurz besprochen, also im Frühjahr und Winter bei den Wildwiederkäuern ist von übel. Beim Schwarzwild wird im Grunde zunehmend auf eine ganzjährige Jagdzeit abgehoben unter dem Oberbegriff afrikanische Schweinepest. Man könnte auch sagen unter dem Vorwand afrikanische Schweinepest, denn dass wirklich die Bejagung die afrikanische Schweinepest signifikant beeinflussen kann, das haben wir an einer anderen Stelle ja durchaus auch schon in dem Video gezeigt. Dem ist nicht so. Das heißt, wir haben, diskutieren ja eigentlich über das Problem von Fakes und von Fakten. Aber auch andere Arten, die vielleicht unscheinbarer sind, nehmen wir mal die Ringeltaube. Und das ist wirklich ein Trauerspiel, muss man sagen. Auf der einen Seite hat man zu Recht die Jagdzeit der Ringeltaube in den letzten Jahrzehnten immer weiter verkürzt. Man hatte vor einigen Jahrzehnten eine Jagdzeit von ungefähr 300 Tagen im Jahr. Und wir haben heute vielleicht nur um die 100 Tage Jagdzeit von der Ringeltaube im Jahr. Was damit zusammenhängt, dass natürlich die Ringeltaube von März bis in den September hinein oder auch im Oktober noch brütet bzw. Jungtiere aufzieht. Wir finden also abhängige Jungvögel, von den Eltern abhängige Jungvögel von März bis September oder Oktober. Und das ist durchaus ein Argument, um zu sagen, da machen wir keine Jagdzeit. Man könnte auch anders argumentieren und könnte sagen, in der Zeit dürfen Altvögel nicht erlegt werden und Altvögel kann man eigentlich sehr gut erkennen an den Halsflecken, die ausgeprägt sind. Soweit will man aber den Jägern es nicht zutrauen, also sagt man, machen eine Schonzeit. Soweit ist es okay. Wenn wir dann aber in Bundesländern, die ansonsten sich sehr mit ihrer ökologischen Ausrichtung, ihrer Umweltpolitik und Jagdpolitik auch rühmen, dann sagt ja, okay, wir machen jetzt standardmäßig an bestimmten Stellen, wo diese Ringeltauben eben ein bisschen Schaden auf den Feldern machen, eine generelle Schonzeitaufhebung, die dann auch relativ großzügig und ohne jetzt wirklich einen Einzelantrag intensiv prüfen zu müssen, bewilligt wird, dann ist das einfach schlichtweg ja, unanständig und letztendlich auch unehrlich in der Umgang mit Gesetzgebung. Man macht also ein Gesetz, um positiv dazustehen und um zu sagen, ja gut, so sollte es ja eigentlich sein, um dann das Gesetz
über Verordnungswege wieder aufzuweichen. Das Gleiche ist ja auch ein Beispiel mit den Rotwildlebensräumen in anderen Bundesländern, wo man Rotwildgebiete als solche nicht mehr haben wollte, weil sie das Tier im Grunde ja den Lebensraum zu stark begrenzen, aber gleichzeitig dann sehr großzügige Abschussregelungen macht, wenn die Tiere aus den Gebieten rauskommen. Ja, das ist das Thema Frühjahrsbejagung. Ich hatte es kurz vorhin schon angesprochen. Hier die Phase zwischen März, April, Mai, wo tatsächlich der Übergang vom Energiedefizit in die Notwendigkeit, in Ruhe Nahrung aufnehmen zu müssen, besteht. Die Folie kennen Sie auch aus anderen Videos schon, wo wir eigentlich nicht jagen sollten, um dann die Phase im Hochwinter, also ab Januar, wo dann wirklich massiv das Defizit beginnt sich aufzubauen, das Energiedefizit. Das Thema Muttertierschutz ist, wie schon gesagt, sehr intensiv diskutiert. Da würde ich auch nochmal die eine oder andere Literaturstelle zu verlinken. Es geht hier beim Rotwild vor allen Dingen um die Diskussion, kann man das Alttier, darf man das Alttier vor dem Kalb erlegen? Und da gibt es im Grunde aus verhaltensforscherischer Sicht Helmut Wölfel, Dr. Wölfel, ein Kollege aus Göttingen, hat das ja im Rahmen von sehr umfangreichen Studien auch mit selbst aufgezogenen Rotwildkälbern sehr schön dargelegt. Das Rotwildkalb ist eben sehr lange, man kann fast sagen 1,5 Jahre lang, nicht unbedingt physisch, aber zumindest psychisch vom Muttertier abhängig, und das Erlegen eines Alttiers vor dem Kalb und damit das Risiko, das Kalb mutterlos zurückzulassen, ist ein Verstoß gegen die Waldgerechtigkeit und letztendlich auch damit gegen das Tierschutzgesetz. Dass das immer wieder gefordert wird, zeigt eigentlich eher so ein bisschen so eine Art Sittenverfall oder Verrohung in der Jägerschaft, muss man sagen. Denn das ist eigentlich etwas, wo man auch gar nicht drüber diskutieren braucht. Diese Informationen, diese Kenntnisse haben wir seit den 1970er, 1980er Jahren. Das heißt, was sagt uns das tatsächlich über die Jäger, die das fordern? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und wir sprechen aber nicht nur vom Rotwild, auch wenn ein Rehkitz alleine zurückbleibt, sagen wir mal im November, ist das vielleicht nicht ganz so schlimm, weil das Rehwild einfach eine andere Verhaltensbiologie als das Rotwild hat. Aber trotzdem finden wir an sich in der Natur auch Rehkitze immer noch bis ins nächste Frühjahr, bis zum nächsten Setzen oftmals mit dem Muttertier assoziiert. Das heißt also, ein psychisches Leid können wir da auch nicht ausschließen. Und noch schlimmer wird die Frage jetzt beim Muttertierschutz bei den Neozoen, bei den, ich mag diesen Begriff gar nicht, diesen gebietsfremden, invasiven Arten. Gebietsfremd, finde ich, ist ein sehr grenzwertiger Begriff. Invasiv ist ein gut definierter Begriff, der aber leider immer wieder falsch angewandt wird. Nicht jede Neozoenart ist eben invasiv. Und der entsprechenden EU-Verordnung dazu, da haben wir auch schon mal an anderer Stelle uns mit beschäftigt. Und ich bitte hier auch nochmal, wir verlinken es auch nochmal in das Video Neozoen reinzugucken. Da wird natürlich auch das Thema Muttertierschutz irgendwann sehr, sehr klein geschrieben. Und das kann eigentlich in einer Zeit wie der unseren, wo auf der anderen Seite genau dieses Tierwohl immer wieder auch beschworen wird, keine Lösung sein. Und es wird auch vor allen Dingen irgendwann Naturschutz und Tierschutz spalten, zwangsläufig diese Vorgehensweise. Ja, auch die Diskussion um Wald vor Wild. Das heißt also, hier wird im Grunde auch irgendwo suggeriert, dass die Komponente Pflanze im Ökosystem offenbar mehr wert ist, einen größeren Schutz verdient als die Komponente Tiere. Auch das ist eine, ja, irgendwo bedenkenswerte beziehungsweise auch besorgniserregende Entwicklung, muss man sagen. Man sieht das zum Beispiel bei der Frage der Bejagung des Gamswildes und der Schonzeitaufhebung in Oberbayern. Hier mal eine Grafik von der Deutschen Wildtierstiftung herausgegeben. Soweit ich weiß, war Dr. Miller da eine der Wissenschaftlerinnen, die diese Studie durchgeführt haben. Die Zahl der Gamsabschüsse in der Schonzeit, das heißt eigentlich in der Zeit, wo Tabu herrschen würde, die Tiere zu töten, ja, bis zu 30%, so etwa. Das heißt, es werden jährlich, auch das ist die Auswertung aus dieser Studie hier,
im Durchschnitt über 350 Stück Gamswild während der Schonzeit in den bayerischen Staatsforstbetrieben erlegt. Das sind roundabout 16% aller Gamserlegungen. Darüber redet man aber kaum. Und darüber redet man noch weniger, wenn man, oder man redet noch weniger darüber, dass die Schonzeitaufhebungsfläche nur einen Anteil von weniger als 8% der Forstbetriebsflächen hat. Das heißt also, dort passiert eigentlich noch viel mehr in diesen kleinen Flächen. Oder wenn man zum Beispiel immer weniger Erlegungen von Kitzen als auch von Geißen hat, das heißt, damit hat man ja eigentlich belegt, dass hier der Muttertierschutz nicht ernst genommen wurde und nicht beachtet wurde und hiergegen verstoßen hat. Das sind Dinge, die eigentlich Empörung hervorrufen müssten. Sie tun es aber kaum oder nur in sehr kleinen Kreisen. Und das ist eine auch hier bedenkliche Entwicklung. Wohin geht die Jagd? Und kann man unter dem Oberbegriff Wildtiermanagement solche Dinge eher tolerieren? Natürlich nicht. Im Gegenteil, wenn ich Wildtiermanagement mache, habe ich die gleiche Verantwortlichkeit. Thema Nachtbejagung, ich habe es gerade schon angesprochen gehabt, vor allen Dingen Schwarzwild, aber auch Rotwild. Es gibt bisher kaum zuverlässige Auswertungen. Wir wissen aber eben, dass diese Stressreaktionen der Tiere bislang dazu geführt haben, sich ihre Aktivitäten in die Nacht zu verlagern. Und es ist eigentlich klar, dass wenn ich jetzt in der Nacht die Tiere auch zunehmend bejage, der letzte zeitliche Rückzugsraum, um Stress zu vermeiden, auch noch verloren geht. Und warum nach Zieltechnik nicht zu weit gerechterer Bejagung führt, hatte ich gerade erläutert. Das heißt, man macht wir dieselben, die Menschen, die charakterlich nicht geeignet sind, so muss man sagen, werden die gleichen Probleme wie vorher haben. Sie werden genauso schlecht ansprechen und sie werden genauso schlecht schießen, nur auf größere Entfernung. Eine andere Frage ist diejenige, wie geht man zum Beispiel mit Prädatoren um? Ich hatte vorhin das Thema Prädatorenbejagung erwähnt. Wenn zum Beispiel andere Schutzinteressen eine Rolle spielen, wenn es um den Schutz von Großtrappen oder von Birkhühnern oder von Auerhühnern geht, anderen Bodenbrütern geht, dann kann es ja durchaus sinnvoll sein, den Fuchs deutlich zu reduzieren, oder dann ist es sinnvoll, den Fuchs deutlich zu reduzieren. Und die Frage ist, kann man das wirklich leisten bei einer klassischen R-Strategenart wie dem Fuchs, indem man eben nur den Fuchs zu einer Jahreszeit schießt, wo man den Balg auch nutzen kann. Das wäre im Grunde die letztendlich vermutlich beste Lösung. Wenn das aber nicht hinreicht, dann muss man sich fragen, ob man zum Beispiel auch die Fuchswelpen am Bau erlegen kann. Man wird damit den Fuchs sicherlich deutlich besser reduzieren können. Aber man kann die Welpen ja nicht nutzen, sondern man wird sie letztendlich, um das böse Wort mal zu nennen, entsorgen müssen. Und das ist natürlich dann eine Frage, ist das ethisch vertretbar? Ist das aus Tierschutzsicht, in dem Falle Tötungsverbot oder Einschränkung noch vertretbar? Sicherlich ein Grenzfall. Man wird sicherlich sagen, ja, wenn es einen guten Grund gibt, hier den Fuchs zu reduzieren, vielleicht auch für eine bestimmte Zeitphase von einigen Jahren oder einem Jahrzehnt. Oder auch zum Beispiel im Bereich des Niederwildes, Hasen, Rebhühner, Fasanen, wenn die Agrarfläche ansonsten hochproblematische Lebensraumbedingungen bildet und der Prädator sozusagen der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, auch dann ist sicherlich da eine Rechtfertigung für das Töten von Füchsen da. Aber man muss sich eben sehr gut überlegen, ob ich das mache. Wenn man das macht, ob man es dann auch wirklich konsequent macht. Kormorane, das gleiche Thema. Kormorane werden oft eben auch von Jägern erlegt, auch wenn sie nicht im Jagdrecht unterliegen, um konkret der Fischerei oder auch dem Artenschutz in Fließgewässern zu helfen. Aber auch die Kormorane werden typischerweise nicht genutzt. Und das ist sicherlich immer ein intrinsischer Konflikt auf der einen Seite zwischen Weitgerechtigkeit und Tierschutz, Tiere nicht ohne Grund zu töten oder vernünftigen Grund zu töten, und auf der anderen Seite eben entweder ökonomisches Interesse der Fischzuchtbetriebe, auch ein legitimes Interesse, oder eben auch Naturschutzinteresse, wenn es zum Beispiel um einen Eschenbestand in einem Bach geht. Die Winterfütterung war an bestimmten Punkten schon angesprochen.
die berühmte Stoffwechselreduktion der Tiere im Winter. Ich glaube, das ist Ihnen allen mittlerweile sehr gut bekannt. Ich werde auch noch mal ein Video dazu verlinken, am Beispiel des Rotwildes. Die Wanderung in Winter- und Sommerlebensräume. Beides funktioniert in unseren Breiten nicht mehr. Und die jachtliche Nutzung, die Freizeitnutzung der Natur und die Überwinterung von Tieren, von Rotwild in seinen Sommerlebensräumen führen dazu, dass diese Tiere im Grunde in einem völlig unphysiologischen Zustand sind. Und ich kann jetzt sagen, okay, Mutter Natur wird es schon richten, dann sollen sie eben verhungern, was durchaus, vielleicht nicht ganz so deutlich, aber durchaus so schon von vielen Gruppen auch gesagt wird. Das halte ich persönlich für groben Zynismus, wenn man eben weiß, dass eigentlich wir Menschen es sind, die den Tieren genau die Möglichkeiten artgerecht zu überwintern genommen haben. Oder man kann eben durch ein Handwerkszeug, das Management, die Winterfütterung, dem begegnen. Das ist dann zwar eine suboptimale Situation, aber wir lassen die Tiere zumindest nicht sehen und augenblicks verhungern. Also das sind durchaus Argumente, die man ins Gespräch bringen muss, wenn es darum geht. Ein weiteres, ja auch mit sehr in viel intrinsischen Konflikten versehenes Thema ist das Thema bleihaltige Munition. Die Diskussion um die bleihaltige Munition kam ja eigentlich auf, dadurch, dass man Seeadler beobachtet hat, die an Bleivergiftungen gestorben sind. Das heißt, die Seeadler haben eigentlich von der zunehmenden Bejagung, der zunehmenden steigenden Jagdstrecken zunächst mal profitiert als Art. Wenn große Drückstöberjagden gemacht wurden, wenn die Tiere dort aufgebrochen wurden, der Aufbruch draußen im Wald verblieben ist, da konnten die Seeadler diese Nahrungsquelle Aas sehr gut nutzen. Und wir haben auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich gesehen, der Seeadler hat in seinem Bestand sehr gut zugenommen. Soweit ist es erstmal eine Erfolgsgeschichte, aber es gab immer einzelne Individuen, die eben dann dadurch, dass Greifvögel eben einen sehr niedrigen pH bei dem Magen haben, ich vereinfache das Ganze jetzt mal physiologisch so ein bisschen, dieser niedrige pH-Wert im Magen ist in der Lage, anorganisches Blei zu lösen und in eine organische Verbindung zu überführen. Das ist, wenn wir Menschen mal ein Bleischrot versehentlich aufnehmen, nicht so schlimm, weil wir eben nicht diesen Magensäure, diese deutliche, aggressivere Milieu im Magen haben, weil wir auch keine ganzen Tiere und Knochen verdauen müssen. Dann kann dieses Blei im Grunde ins Blut übergehen als organisches Blei und kann dort auch entsprechende Schäden verursachen. Und das Tier kann auch einen langsamen und auch qualvollen Tod sterben, dieser Seeadler. Sodass wir also hier tatsächlich eine Diskrepanz oder einen Konflikt erstmal haben zwischen auf der einen Seite Artenschutz, Bejagung, Aufbrüche fressen von den Seeadlern hat zum Populationswachstum im Winter vor allen Dingen Überwindung der nahrungsarmen Phase beigetragen. Auf der anderen Seite, einzelne Tiere haben darunter sehr stark gelitten und sind daran gestorben. Jetzt könnte man sagen, okay, dann lass uns doch, was ja im Moment sehr in Mode ist, zu sagen, komplett auf bleifreie Munition umstellen. Das funktioniert aber deshalb aus Tierschutzsicht nicht so ganz einfach, weil wir sagen, okay, bleifreie Munition hat eine andere ballistische Wirkung, hat im Grunde längst nicht, Blei ist ja ein relativ weiches und ein relativ schweres Metall. Und dieses weiche, schwere Metall kann man mit anderen Metallen nur schwer oder nur unzureichend imitieren. Das heißt also, die Geschosswirkung im Wildkörper von zum Beispiel Tombaklegierungen, also kupferhaltigen Legierungen oder ähnlichem, ist anders als bei Blei. Und wir wissen derzeit noch nicht, und auch die Studien, die jetzt immer wieder genannt werden, belegen definitiv nicht eindeutig, dass die Tötungswirkung von bleifreier Munition derjenigen von Bleimunition, bleihaltiger Munition, äquivalent oder identisch ist. Das heißt also, wir erkaufen uns auf der Tierschutzseite das eine Tierschutzproblem, eventuell, dass gerade Greifvögel eben das Blei nicht mit aufnehmen. Mit einem anderen Tierschutzproblem, dass einfach die Tiere, die auf der Jagd erlegt werden,
einem langsameren und eventuell qualvolleren Tod sterben, und zwar in großer Zahl. Es sind ja, geht ja um viele Millionen Tiere jedes Jahr, weil einfach die Munition keine hinreichende Tötungswirkung möglicherweise mehr hat. Ich sage bewusst möglicherweise, weil, wie gesagt, es gibt durchaus Studien, die der bleifreien Munition durchaus eine Tötungswirkung bescheinigen. Der Studiendesign ist aber nicht immer so, wie man sich das wünschen mag. Deswegen sehe ich da definitiv eine offene Frage. Und solange diese Frage nicht geklärt ist, und physikalisch muss man natürlich ganz klar sagen, gibt es einfach Grenzen. Das heißt also, ein schwereres und weicheres Geschoss hat sicherlich eine bessere Energieabgabe im Wildkörper als ein härteres Geschoss oder möglicherweise auch ein leichteres Geschoss oder beides. Das heißt, hier ist sicherlich noch einiges an Arbeit zu leisten im Vorfeld. Und ich wollte jetzt einfach nochmal das Beispiel Ihnen kurz erläutern, um Ihnen zu zeigen, so einfach, wie das oft von Interessengruppen gesagt wird, ist es eben definitiv nicht. Vielleicht noch ein abschließender Satz zum Thema Blei. Es wird dann ja auch noch der Mensch ins Spiel gebracht und sagt, ja gut, aber wir müssen ja den Menschen, der dieses Wild isst, auch vor dieser Blei eventuell Resten im Wildkörper schützen. Naja, wir wissen beispielsweise, dass aus der Zeit des verbleiten Kraftstoffes in Autos, in Kraftfahrzeugen, Blei eigentlich ubiquitär in unserer Ökologie, in unserem Ökosystem verbreitet ist. Und es gibt ja diese Zahl, ich weiß nicht genau wie viel, aber rund 100 Kilogramm Blei liegen im Grunde in jedem Hektar Boden in Deutschland. Und der wird natürlich auch durch Gemüse und Ähnliches dann in den menschlichen Verzehr gebracht. Wasser fließt zum Teil noch durch restverbliebene Bleileitungen und Ähnliches mehr. Das heißt also, die Bleiaufnahme des Menschen ist nur zu einem absolut verschwindenden Bruchteil durch Jagdmunition bedingt. Und deshalb ist das sicherlich nicht unbedingt ein starkes Argument für die Bleimunition. Also ich denke, das Thema Bleimunition oder bleifrei muss sich im Bereich der Tierschutzdiskussion bewegen. Die Frage Tierschutz versus Artenschutz, streng geschützte Arten, das ist auch eine Frage, die schon von Ihnen an einer anderen Stelle mal gestellt wurde. Wenn zum Beispiel ein Wolf vom Auto stark verletzt wurde, angefahren wurde, im Straßengraben liegt und am Verenden ist und ja, einen sehr langsamen, sehr qualvollen Tod stirbt, kann man als Jäger oder als Polizeibeamter diesen Wolf schnell zu Tode bringen, ihn töten, um das Leiden zu verhindern und zu verkürzen. Und da muss man leider sagen, hat sich in der Rechtsprechung und auch in der Gesetzgebung eine sehr, sehr unschöne Situation ergeben, die hier eindeutig die Ideologie, kein Tier, was unter Schutz steht, anzurühren, über den Tierschutz stellt. Und das ist eine ja, wie gesagt, sehr fragwürdige Entwicklung. Wenn ich praktisch erst einen Tierarzt oder eine Naturschutzbehörde aktivieren muss, wenn der Wolf nun dort schwer verletzt liegt und in der Zeit bewusst und das Leiden in Kauf nimmt, zuwarte und sage, ist mir eigentlich egal, der Wolf leidet, viel wichtiger ist, dass hier die Regeln eingehalten werden und die Bürokratie eingehalten wird, dann ist das schon etwas, was man ja aus fachlicher Sicht mit großem Fragezeichen versehen muss. Und wir haben es hier im Grunde ganz klar mit einem Sieg der Gesinnungsethik offenbar über die Verantwortungsethik zu tun. Und das ist eine Tendenz, die wir in der Gesellschaft durchaus an vielen Stellen beobachten können und die auch durchaus in gewisser Hinsicht beunruhigend ist. Wichtiger Punkt in Sachen Tierschutz und Wildtiermanagement ist auch die Fangjagd oder der Fang von Wildtieren, um sie zu töten. Klassische Fangjagd hat mit Lebendfangfallen und Totfangfallen gearbeitet. Auch das ist ein ja, sehr, sehr schwieriges Thema. In vielen Bundesländern, wenn nicht sogar in allen mittlerweile, kam es zu Verboten von Totschlagfallen, also von Fallen, die das Tier beim Fang töten sofort. Dieses Verbot von Totfangfallen ist aus Tierschutz- oder Tierwohlsicht eigentlich nicht wirklich nachzuvollziehen, weil die Totfangfalle ist eigentlich aus Tierschutzsicht die bessere Falle, denn sie tötet das Tier blitzartig. Es leidet nicht, zumindest wenn es vernünftig und sachgerecht gemacht ist. Und es wird auch nicht verängstigt.
Trotzdem gibt es eben selbst aus Tierschutzkreisen interessanterweise die Tendenz oder auch die Forderung, solche Fallen zu verbieten. Lebendfallen hingegen sollen zulässig bleiben. Und da muss man sich aber klar machen, das Tier in einer Lebendfalle leidet ja auch Angst. Es gibt Beobachtungen, die sagen, okay, der Fuchs schläft da unter Umständen drin oder der Marder oder der Waschbär. Aber ob das wirklich so angstfrei abgeht, das wissen wir eben nicht. Und deshalb ist eigentlich die Lebendfalle aus Tierwohl- und Tierschutzsicht die problematischere Falle im Vergleich zur Todfangfalle, sodass eigentlich hier auch eine sehr sachlich fragwürdige Diskussion abläuft gerade. Noch spannender ist die Frage der Diskussion um die Schwarzwildfänge, die jetzt ja gerade mit dem Thema afrikanische Schweinepest wieder mehr ins Gespräch geraten. Schwarzwildfänge sind letztendlich mehr oder weniger große Fanganlagen, in der dann Schwarzwild gefangen wird und dann durch Erschießen mit einer kleinkalibrigen Waffe dann einzeln ad exitum gebracht wird. Und es gibt sehr viele unschöne Bilder und Sie können solche Videos auch durchaus im Netz finden, dass dann, wenn man sozusagen beginnt, diese Tiere zu töten, wenn das erste Tier getötet wird, wenn Blut fließt, dass dann die Tiere in Panik geraten und wahnsinnig ängstlich werden und panisch werden, sich verletzen dann an den Fallenrändern und dergleichen mehr. Die Befürworter der Schwarzwildfänge sagen, ist alles im Griff. Jein, weiß ich nicht, ob das so ist. Ich selbst habe jedenfalls noch kein Video gesehen. Das ist jetzt eine Ich-Botschaft. Ich würde, wenn es solche gibt, mir die gerne mal ansehen, wo tatsächlich Tiere wirklich ruhig bleiben, wenn man sie in Empfang tötet und wo keine Panik entsteht. Wenn es da hinreichend viele Beispiele für gibt, dass das funktioniert, dann denke ich, ist das eine durchaus brauchbare Lösung, solche Schwarzwildfänge, solange mir aber dieser Beweis nicht erbracht wird von Befürwortern der Schwarzwildfänge, solange muss man sagen, gibt es eigentlich keinen Beleg, dass das ein tierschutzgerechtes Töten ist. Es gibt andere ähnlich schlimme Beispiele auch für das Töten von Rotwild, beispielsweise im Wintergatter, wo es auch in Österreich gab es jetzt vor nicht allzu langer Zeit so einen Fall, wo es wirklich zu sehr grausamen Szenen gekommen ist. Und das ist etwas, was man eben auch als Wissenschaftler ganz klar sagen muss, soweit muss unsere Ethik definitiv gehen, dass wir hier sagen, was zumutbar und machbar ist und was man eben auch tunlichst unterlassen sollte. Ja, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, es gibt durchaus mittlerweile auch Tendenzen, sagen wir, wollen wieder mit Pfeil und Bogen jagen. Das gibt auch einen Bogenjagdverband in Deutschland zum Beispiel. Das ist erstmal prinzipiell ja nichts Schlimmes und nichts Schlechtes, eine Bogenjagd. Die Frage ist eben, kann die Bogenjagd auch tierschutzgerecht erfolgen? Das heißt, ist die Tötungswirkung eines Jagdpfeiles gleichzusetzen mit der schnellen Tötungswirkung eines Büchsengeschosses, eines klassischen Büchsengeschosses? Ich will jetzt nicht nochmal bleifrei klassisch und Bogen miteinander vergleichen, das wird noch komplizierter, aber eines klassischen Büchsengeschosses. Und da gibt es durchaus Stimmen, die sagen, ja, wenn das der Abstand, also wenn die Schussdistanz gering bleibt und wenn der Bogenjäger gut ausgebildet ist, gut trainiert ist und auch die nötige körperliche Eignung dafür mitbringt, dann ist das so und dann kann das durchaus auch als weitgerechtes Töten gesehen werden. Insbesondere diskutieren wir natürlich dieses Thema gerade bei der Jagd in urbanen Räumen, in Großräumen von Städten, wo im Grunde die Jagd mit der Schusswaffe aufgrund der Gefährdung des Umfeldes beispielsweise wenn der Ausschuss keinen Kugelfang bietet oder wenn das Geschoss fehlgeht, auf zum Beispiel auch Asphalt oder Pflastersteinflächen oder ähnliches auftrifft, wird im Grunde dort natürlich als kritisch angesehen und da wird sicherlich die Bogenjagd auch, wenn man sie zulässt, sicherlich die Möglichkeit sein, wo man sie zulassen kann. Ob man sie generell zulässt, das ist sicherlich immer eine jagdpolitische Diskussion. Entscheidend ist dabei natürlich die Frage wirklich der Tötungswirkung für die Bogenjagd spricht, dass die Menschen, die mit Bogen jagen, vermutlich sehr viel disziplinierter auch sein müssen, allein schon um sich die Fähigkeiten anzueignen, um mit dem Bogen jagen zu können, als dies unsere normale Jägerprüfung derzeit voraussetzt. Und von daher könnte man sagen, okay, das sind Leute, die von ihrem Mindset her tatsächlich geeignet sind und die dann auch die nötige
Disziplin und Verantwortungsbewusstsein mitbringen. Ob das immer so ist, das muss man natürlich dann sehen, muss dann auch der Einzelfall entscheiden. Aber ich würde jetzt nicht prinzipiell sagen, Bogenjagd ist erstmal Teufelszeug. Aber man muss schon sagen, es muss sich erst zeigen, man muss erst belegen, dass wirklich das Thema Tötungswirkung ja, hinreichend ist. Und in einem zweiten Schritt vor der Zulassung eines solchen Verfahrens generell in Deutschland auf Schalenwild, auf anderes Wild ist es ja zugelassen sogar, dann sollte man definitiv auch nochmal schauen, ob das Klientel, was man sich da heranbildet, letztendlich von dem Verantwortungsbewusstsein her und ja, die geeigneten Menschen sind, was aber im Grunde für die Büchsenjagd genauso gilt, muss man sagen. Ich hatte es schon kurz angedeutet an der einen oder anderen Stelle. Im Moment haben wir sicherlich große Tierschutzlücken, tierschutzfreie Räume bei der Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest. Man gibt gerade in den Orten des Ausbruchs von der afrikanischen Schweinepest Tierwohlkriterien zum großen Teil auf. In der Kernzone des Ausbruchs, die dann umzäunt wird, kann man sicherlich da auch bis zu einem gewissen Punkt mitgehen, weil natürlich auch das Ausbrechen der afrikanischen Schweinepest für die Tiere selber nicht gut ist und an der afrikanischen Schweinepest zu verenden auch sicherlich nicht im Sinne eines tierschutzgerechten Todes ist. Dennoch muss man sagen, dass parallel dazu oder im Kielwasser von diesen Aktionen, die möglicherweise notwendig werden, dort wo die Schweinepest ausgebrochen ist, jetzt eine sehr breite Allianz an Interessengruppen verschiedenster Art. Interessanterweise sind dort durchaus bäuerliche, forstliche und auch jagdliche Institutionen beteiligt und bekleckern sich nicht nur mit Ruhm, die generell eine weitgehende Aufgabe oder eine weitgehende Reduktion von Tierwohlkriterien bei der Schwarzwildbejagung fordern. Und das wiederum, muss man sagen, ist sicherlich aus ethischer Sicht hochproblematisch. Denn wenn wir in solchen kleinen Schritten mit einer Wildart anfangen und dort Tierschutzkriterien aushebeln, dann schaffen wir natürlich auch bei den Jägern eine Art der Verrohung oder ermöglichen eine Art der Verrohung, wie wir sie aus allen möglichen Situationen kennen, wenn man Menschen einfach erlaubt oder sogar so anleitet, Tabus oder ethische Restriktionen zu überschreiten, dann fällt das am Anfang noch schwer und man macht es ungern und man macht es am Anfang auch nur sehr wohlüberlegt und abgewogen, aber irgendwann bricht dann dieser Damm und die Leute verrohen tatsächlich. Und da muss man einfach aufpassen, dass das nicht passiert. Zum Schluss noch das Beispiel der Drückstöberjagden. Ich hatte es gesagt, die Drückstöberjagd war eigentlich, so wie sie seinerzeit von Helmut Wölfel entwickelt worden war, eine Jagdmethode, die durchaus für verschiedene Tierarten, für Schwarzwild, für Rehwild, für Rotwild, unterschiedlich auch angewandt werden sollte und die also sicherlich auch in vielen Situationen ein hilfreiches Instrument ist. Da sind wir wieder beim selben Thema. Man darf eigentlich nicht das Werkzeug verteufeln, wenn man seinen Missbrauch meint. Die Drückstöberjagd selber, denke ich, ist das vielleicht vorausgeschickt, ein Werkzeug, was ich gebrauchen und missbrauchen kann. Allein man wird hier zunehmend beobachten und beobachtet es schon seit einiger Zeit, dass eben Drückstöberjagden auch zunehmend missbraucht werden, um eben einfach nur massiv Wildbestände zu reduzieren. Ich will auch gar nicht diskutieren, ob das Reduzieren jetzt im Einzelfall sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Das kann ja durchaus sein. Aber die Art und Weise, wie man das tut, muss man einfach regelmäßig hinterfragen und immer wieder auch im Sinne einer Qualitätskontrolle des jagdlichen Handelns, einer Kontrolle der Nachhaltigkeit überprüfen und in Frage stellen. Drückstöberjachten haben vor allen Dingen bei Einsatz von Hunden das Problem, dass zu große Hunde, also definitiv größere Hunde als Stöberhundgröße, beim Rehwild würde man sogar sagen, größere Hunde als Tackelgröße. Das wird jetzt sicherlich den einen oder anderen Hundebesitzer und Hundezüchter auf die Palme bringen. Ich weiß das. Ich sage es jetzt etwas überspitzt. Es gibt natürlich auch Stöberhunde und auch Vorstehhunde, die sehr gut auf einer Drückstöberjagd einsetzbar sind, aber es gibt eben viele, viele große Hunde, die eben nicht entsprechend ausgebildet sind und trotzdem eingesetzt werden. Und die meine ich jetzt, dass die natürlich dazu führen, die Tiere massiv unter
Stresst er jetzt, indem sie hetzen. Und das führt dann eben dazu, dass gerade Rehwild, was eben ein Kurzstreckenflüchter ist, in diesen Drückstöberjachten mit großen Hunden massiv unter Stress und unter Angst und unter Panik gerät. Ein zweites Thema, was wir auch in Form von verschiedenen Studien untersuchen, ist die Frage, wird wirklich das Thema Nachsuche ernst genug genommen? Das ist ja nun etwas, was in Mitteleuropa zumindest durchaus definitiv Teil der Waldgerechtigkeit ist. Aber wenn ich ein Stück beschossen habe, dann muss ich im Grunde auch schauen, ob es getroffen ist. Und wenn es getroffen ist, dann muss ich schauen, dass ich dieses Tier auch schnell zu Tode bringe, also mit dem Hund nachsuchen und es dann von den Leiden durch einen sogenannten Fangschuss zu erlösen. Das sind im Grunde Voraussetzungen für waldgerechte Jagd und ob das eben bei allen Drückstöberjachten wirklich so passiert, ob also wirklich genügend auch Hundegespanne zur Nachsuchen bereit sind, ob bei der Freigabe der Tiere am Anfang des Wildes darauf hingewiesen wird, wie viel man erlegen darf, um diese Nachsuchen nicht zu überfordern beispielsweise. Aber auch Disziplinlosigkeit der Schützen. Sie sehen hier ein Beispiel einer Rehwildstrecke, wo man sieht, dass das mit Sicherheit keine Schüsse waren, die sofort tödlich waren und dass hier definitiv auch vermutlich gegen Waldgerechtigkeit und Nachhaltigkeitskriterien verstoßen worden ist. Es kann immer mal ein Fehlschuss passieren, das sagt man und sagt man auch manchmal sehr salopp, aber das sollte eben immer die Ausnahme sein und sollte nicht die Regel sein. Und wenn man bestimmte Jagdstrecken sich anschaut, dann wird man da oft daran zweifeln und deshalb muss man das auch mal untersuchen. Und wir haben aus verschiedenen Arbeiten auch sehen können, dass wir bei den großen Drückstöberjagden einen sehr häufigen, sehr hohen Anteil mit massiven Tierschutzproblemen haben. Das geht zum Teil bis 80%. Und hier sind, muss man auch, soweit wir das bisher beurteilen können, die meisten Jäger und auch die meisten Forstbetriebe irgendwo mit überfordert. Das heißt, hier werden wir uns, und das ist jetzt vielleicht auch nochmal das Resümee, hier werden wir uns sicherlich in Zukunft Gedanken machen müssen, wie wir auch solche Drückstöberjagden mit Richtlinien und Leitlinien versehen und Qualitätskriterien versehen, dass wir sie in Zukunft auch unter der Wahrung der Tierwohlansprüche und der Tierschutzansprüche noch durchführen können. Wie schon gesagt, also ich halte es für falsch, Werkzeuge generell zu verbieten, bloß weil man deren Missbrauch meint. Aber hier müssen wir einfach ein Auge drauf haben, denn, und das glaube ich, ist etwas, was wir schon voraussagen können, die Zukunft von Jagd und damit auch die Zukunft von großen Teilen des heutigen Wildtiermanagements, was wir in Mitteleuropa haben, wird sich in Zukunft daran entscheiden, wie wir mit der Frage des Tierschutzes umgehen und wie wir mit der Frage des Tierwohls umgehen. Deshalb steht Tierwohl und Tierschutz sicherlich ganz oben an den Anforderungskriterien. Nicht die Frage, ob ich nun eine Mindeststrecke erreiche oder nicht. Nicht die Frage, ob ich nun den Fuchs erwische oder nicht oder den Rothirsch kriege oder nicht. Und auch nicht die Frage, ob ich einen Neozoon in hinreichend großer Zahl ad exitum bringen kann. Das sind alles Fragen, die, denke ich, vor der Frage des Tierwohls in den Hintergrund treten, die nicht unwichtig werden, die aber letztendlich immer unter den Rahmenbedingungen des Tierwohls betrachtet und letztendlich dann auch die entsprechenden Ziele umgesetzt werden müssen und die entsprechenden Methoden umgesetzt werden müssen, um Ziele zu erreichen. Und da ist das Tierwohlziel sicherlich ein ganz wichtiges. Ja, das war's. Vielleicht ein bisschen auch was Nachdenkliches. Wir werden etwas Literatur und auch ein paar Videos hiermit verlinken, sodass Sie auch nochmal ein bisschen die faktischen Grundlagen, die biologischen Grundlagen nachhören oder nachlesen können. Und an der Stelle wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Danke.